Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen aus Ichenhausen. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Ich komme von der Inge-Eicher-Scholl-Realschule aus Neu-Ulm-Pfuhl und ich darf auf Anfrage von Ihrer Schulleitung bei Ihnen einen Vortrag über Flipped Classroom halten. Dieses Unterrichtskonzept Flipped Classroom hat sehr viel mit Videos zu tun. Auch wenn das nicht das Zentrum dieses Konzeptes ist, hat es sehr viel mit Videos zu tun. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich eben auch so ein ähnliches Video für diesen Vortrag erstelle. Warum, werde ich Ihnen nachher noch ein paar Mal zeigen. Ich bitte Sie daher aber, dieses Video bis zum Ende anzuschauen, weil es bereits vorgreift das, was ich eigentlich am Donnerstag machen wollte. Am Donnerstag, werden Sie hier sehen, beginnen wir dann bereits nämlich mit einer Fragerunde. Das heißt, Sie dürfen gerne nun einen Zettel nebenhin legen, neben Ihr Smartphone, neben Ihren Computer, je nachdem, wo Sie dieses Video gerade anschauen, und dürfen sich Fragen notieren, die dann am Donnerstag in der Fragerunde geklärt werden. In einer zweiten Phase werde ich Ihnen kurz erklären, wie solche Erklärvideos gemacht werden. Das hier ist ja bereits ein Erklärvideo und ich werde Ihnen zeigen, dass es sehr, sehr einfach ist, diese selbst und schnell zu erstellen. Als drittes werden wir dann eben versuchen, selbst so ein Video wirklich zu erstellen. Erst wenn man es selber ausprobiert hat, merkt man, dass es kein Hexenwerk ist und dass das, was ich jetzt gerade mache, nicht wirklich schwer ist. Und am Schluss gibt es eine Feedbackrunde. Ich erhoffe mir auf einen angenehmen Austausch mit Ihnen. Ich hoffe, dass Sie vielleicht mein Video fertig bis zum Ende angeschaut haben. Und ich hoffe natürlich, dass Sie sich dann vielleicht ein paar Fragen notiert haben, die wir dann gleich in der Fragerunde besprechen können. Sie sehen hier weiter unten meinen YouTube-Kanal. Dort finden Sie alle Videos, die ich zum Unterrichtskonzept Flipped Classroom für meinen Mathematikunterricht erstellt habe. In der Mitte finden Sie meine Homepage. Dort erkläre ich nochmal alles zu diesem Unterrichtskonzept. Und hier sehen Sie meinen Twitter-Kanal. Dort bin ich auch vernetzt. Man könnte jetzt meinen, ich bin wahrscheinlich ein Technik-Freak und den Unterricht kann man eh nicht kopieren. Das ist falsch. Ich habe nicht, wie es so viele Projekte gibt, versucht, zwanghaft digitale Medien in den Unterricht zu pushen, sondern ich habe versucht, mit digitalen Medien effizienter zu unterrichten. Es gibt so viele Dinge, die mich an meinem Unterricht gestört haben, nämlich, dass ich zur Tafel gesprochen habe, nämlich, dass ich alles tausendmal erklärt habe, teilweise dieselben Sachverhalte tausendmal, weil Schüler nicht aufgepasst haben. Und so gab es viele Sachen, die mir an meinem Unterricht nicht gefallen haben. Und da ich mit Medien, da gebe ich schon recht, sehr gut auskenne, habe ich einfach versucht, die Medien so einzusetzen, dass sie mir diesen unangenehmen Phasen im Unterricht ersetzen. Und ich finde, das ist mir relativ gut gelungen. Aber ich habe nicht meinen Unterricht zu den digitalen Medien gezwungen, sondern ich habe digitale Medien in meinen Unterricht integriert. Finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, denn immer noch die Didaktik ist das Wichtige in unserem Unterricht, nicht die Medien. Aber wenn man beides miteinander vermischen können, werden Sie sehen, kann man effizienten Unterricht gestalten und vielleicht auch besseren Unterricht gestalten. Heißt nicht, dass man Flipped Classroom anwenden muss, um guten Unterricht hinzubekommen. Aber es kann zumindest ein Unterricht sein, der das Unterrichten angenehmer macht, die Lehrerpersönlichkeit etwas in den Hintergrund bringt. Und mein Effekt von Unterricht ist auch, dass die Schüler dadurch besser werden. Aber das muss nicht nur am Flipped Classroom liegen. Am besten erkläre ich Ihnen einfach, wie Flipped Classroom bei mir funktioniert. Es gibt mehrere Methoden, wie man Flipped Classroom umsetzen kann, aber das, was ich mache, finde ich, ist die Reihenform und das werde ich Ihnen jetzt kurz erklären. Mich hat es immer genervt, als Lehrer an der Tafel zu stehen und alles tausendmal zu erklären. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber ich erkläre am Anfang einen Sachverhalt, dann haben es vier Leute kapiert, die anderen haben nicht so Lust gehabt aufzupassen, dann melden sich ein paar zu Wort, ja, man muss das nochmal erklären, ich habe alles nicht kapiert. Dann geht das Ganze nochmal und nochmal und ehe man sich's versieht, ist die ganze Stunde schon wieder rum und man ist überhaupt nicht zum Üben kommen. Gleiches gilt bei 5. und 6. Klässler mit dem Abschreiben. Also wenn ich jetzt einen Sachverhalt erklärt habe und die Schüler müssen das von der Tafel abschreiben, das dauert teilweise bei manchen 20 Minuten, weil die das schier ins Heft malen, während andere in 3 Minuten schon fertig sind. Andersrum habe ich natürlich eine riesen Heterogenität im Klassenzimmer. Das heißt, da sind gute drin, die hätten das nach ungefähr 3 Minuten kapiert und dann gibt es schwächere drin, die brauchen 20 Minuten, bis sie das kapiert haben. All diese Erfahrungen haben mich eigentlich dazu gebracht, ich muss was ändern an meinem Unterricht. Und so habe ich einfach den Input einer Unterrichtsstunde auf zu Hause verlegt. Also ich wechsle quasi die Phasen Hausaufgabe und Unterricht. Das, was quasi im Unterricht stattfindet, wird auf die Hausaufgabe verlegt und das, was Hausaufgabe war, wird in den Unterricht verlegt. Das nennt man eigentlich schon Flipped Classroom, umgedrehter Unterricht. Hausaufgabe und Input vertauscht. Das heißt, eine ganz normale Unterrichtsstunde beginnt bei mir am Nachmittag mit der Hausaufgabe. Dort bekommen Schüler einen Input als Screencast.
Ein Screencast ist nichts anderes als sowas, was ich hier gerade mache. Ich filme meinen Bildschirm, den ich vorher natürlich präpariert habe mit einer PowerPoint-Präsentation und den ich dann ablaufen lasse und so wie jetzt hier das Ganze dann kommentiere. Dieses Video ist bei Mebis und bei YouTube zur Verfügung gestellt. YouTube finde ich in dem Fall wichtig, weil es einfach eine viel größere Weite hat. Man kann das Ganze aber natürlich auch anonym auf eine Plattform mit Passwort stellen. Man muss seine Videos nicht ins komplette Netz hinausstellen. Und deswegen habe ich auch Mebis. Dort sind alle meine Videos verlinkt. Aber alles nacheinander, das werde ich Ihnen nachher noch zeigen. Ein Video ist deswegen sehr geschickt, so finde ich das Ganze, weil es die Schüler in ihrem eigenen Tempo anschauen können. Sie können den Pause-Button drücken, wenn ich zu schnell geredet habe. Sie können zurückhüpfen, wenn ich so schnell geredet habe, dass sie es nicht einmal verstanden haben. Sie können Passagen, die sie partout nicht verstehen, einfach ganz oft hintereinander anschauen. Und Sie können die Videos immer wieder anschauen. Das heißt, Sie können das Ganze kurz vor der Schulaufgabe nochmal ansehen zur Wiederholung. Oder Sie meinen, am nächsten Tag kommt eine Stehgreifarbeit, können sich es auch nochmal anschauen. Sie können sich selbst 2 Jahre später nochmal anschauen, wenn das Thema nochmal aktuell wird oder ich es im Unterricht aufgreife. Die Schüler können sich es anschauen, wann sie wollen, abends, nachmittags. Das wird sehr der modernen Schülerwelt gerecht. Und Sie können sich überlegen, wo sie sich's anschauen wollen. Das wird auch der Schülerwelt gerecht. Die einen bei mir schauen es zum Beispiel im Bus an, wenn sie in der Früh in die Schule fahren. Die anderen schauen sich's im Zug an, wenn sie von der Schule nach Hause fahren. Die anderen schauen es wiederum kurz vorm Handballtraining an. Andere schauen es ganz brav nachmittags am PC an. Dadurch, dass es bei YouTube liegt, können sie es von überall anschauen. Vom Smartphone, vom ganz normalen PC oder auch vom Tablet auf der Couch. Das Ganze steht dann bei Mebis. Und Mebis als Zentrale ist hier datenschutzrechtlich sehr wichtig. Ich kann ja nicht den Schülern verlangen, dass sie auf YouTube sind. Deswegen sind alle meine Videos nacheinander bei Mebis sortiert. Ich werde Ihnen das kurz mal zeigen. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist mein Mebis-Kurs. Ich weiß nicht, ob diese Plattform bei Ihnen schon vorgestellt worden ist. Wenn nicht, dann werden Sie das wahrscheinlich demnächst sowieso erfahren und dann werden Sie wahrscheinlich auch Zugriff zu diesem Kurs bekommen. Der ist deswegen für Sie vielleicht hilfreich, weil ich hier unten auch einen extra Pool für Fortbildung, Material und Videos gemacht habe. Das heißt, alles, was hier drin ist, hat mit der Fortbildung zu tun. Ich werde da jetzt noch nicht näher drauf eingehen, weil das natürlich erst wichtig wird, wenn Sie den kompletten Vortrag gehört und gesehen haben. Also auch das, was ich am Donnerstag von mir gebe. Dieser Mebis-Kurs ist jetzt für meine Schüler da. Das ist der komplette Jahrgangsstufe 9. Klasse. Deswegen ist ja auch alles zu sehen, denn die Schüler sind quasi schon am Ende dieser 9. Klasse. Jetzt sind sie nämlich in der 10. Klasse. Aber hier kann ich Ihnen nochmal zeigen, was es jetzt damit auf sich hat. Es werden nacheinander quasi alle Erklärvideos gesetzt. Die sind deswegen bei mir nach links eingerückt, weil alles, was nach links eingerückt ist, ins Heft auch abzuschreiben ist. Meine Videos sind so konzipiert, dass das Schlussbild das Tafelbild ist. Also das, was Sie auch in Ihr Themenheft übernehmen müssen. Schulheft macht jetzt ja keinen Sinn mehr, weil Sie es ja als Hausaufgabe machen. Und dann gibt es weitere Beispielaufgaben, die Sie dann später auch im Unterricht verwenden können oder PDFs zu diesen Beispielaufgaben. Das sind dann Lösungen. Und so habe ich quasi ein komplettes Schuljahr digital abgebildet als digitales Klassenzimmer. Es hat enorme Auswirkungen auf das Lernen der Schüler, denn es ist so jederzeit, steht alles zur Verfügung. Sie können also beliebig 3 Monate zurückhüpfen und dort sich nochmal Videos anschauen von etwas, was sie nicht verstanden haben. Genauso können Schüler, die krank sind, diese Videos trotzdem anschauen und verpassen nichts. Genauso können Schüler, die später erst in die Schule eingetreten sind, diese Videos angucken und so den kompletten Stoff nachholen. Es war zum Beispiel bei einer Schülerin so, die kam erst nach 3 Monaten und kam von einer baden-württembergischen Realschule, hat quasi komplett anderen Input erhalten, wie wir an der bayerischen Realschule unterrichten. Die hat sich aber innerhalb von ein paar Wochen, hat sie sich den kompletten Stoff nochmal angeeignet, hat nicht sofort gute Noten geschrieben, aber ihre erste Schulaufgabe nach paar Wochen in dieser Schule war eine 4, heute schreibt sie 1er und 2er. Das ist natürlich ein Riesenvorteil von so digitalen Klassenzimmern. Aber eben auch zur Vorbereitung. Hier wird quasi alles reingestellt, was die Schüler zur Verfügung haben müssen und es gibt kein Chaos mehr. Dieses Abschreiben ins Heft ist für mich extrem wichtig. Mit digitalen Medien darf man nicht den Fehler machen, dass die Lerntechniken von früher plötzlich keinen Wert mehr haben. Nur weil ich das Ganze digital aufbereitet habe, heißt es nicht, dass das ausreicht, um zu lernen. Für mich gibt es immer noch Schüler, die durch die Handschrift oder durch einen schön gestalteten Hefteintrag erst den Lerneffekt erzielen. Und deswegen brauche ich weiterhin in meinen Augen das Heft.
Andersherum ist es natürlich für mich auch eine gute Lernzielkontrolle bzw. Hausaufgabenkontrolle, denn das Ganze muss im Heft stehen. Also kann ich am nächsten Tag in der Stunde dann kontrollieren, wer hat es im Heft und wer hat es nicht. Ein klares Anzeichen dafür, dass es nicht gemacht worden ist, das Video, oder nicht angeschaut worden ist, das Video, ist einfach, dass das nicht im Heft steht. Sie müssen das Ganze lernen, ist klar, dass Sie das nicht nur eben abschreiben. Und Sie müssen ein Quiz bei learningapps.org machen. Das ist eine Plattform im Internet, wo ich Quizze zur Verfügung stellen kann. In diesen Quizzen frage ich kurz ab, was der Input in diesem Video war, frage aber auch Sachen ab, die zwischen den Zeilen standen. Also ich versuche nicht alles idiotensicher ins Video zu packen, sondern ich überlege mir auch ein paar Sachen, die ich zwischen den Zeilen erwähne, und die Sachen frage ich dann in einem Quiz ab. Problem war nämlich, die Schüler schauen die Videos nicht an, sondern klicken ans Ende vom Video, um dann nur das Tafelbild abzuschreiben. Besonders wie viele haben natürlich nicht einmal das Video angeklickt, sondern haben ganz einfach nur das Video sich abfotografieren lassen, per WhatsApp sich zuschicken lassen und haben dann das Ganze abgeschrieben. In Zeiten von WhatsApp kommen die Schüler auf tolle Ideen. Und deswegen habe ich einfach ein Quiz dazu integriert, um das nochmal abtesten zu können. Einerseits durch einen Hefteintrag und andererseits eben durch ein Quiz. Ich bin mal gespannt, wie viele von Ihnen dieses Video anschauen, aber es ist eben nicht selbstverständlich, mit dieser Methode klarzukommen. Wenn die Schüler allerdings das Video nicht anschauen, habe ich ein Riesenproblem in meinem Unterricht. Und das ist eins der Knackpunkte beim Flipped Classroom. Die Schüler müssen die Videos anschauen und ich muss sie dazu bringen. Sonst funktioniert es nicht. Nach diesem Video kommen die Schüler dann quasi fertig vorbereitet in den Unterricht. Ja, okay, die ersten Wochen, muss ich ehrlich sagen, haben die Schüler mich natürlich schon versucht auszutricksen, waren das nicht gewohnt, dass diese Selbstständigkeit notwendig ist, aber und haben auch keine Hausaufgaben gemacht, also die Videos nicht angeschaut. Sagen wir mal, 20% haben es nicht getan. Aber durch diese Nachhaltigkeit mit dem Quiz und mit dem Abschreiben hat das eigentlich schnell dazu geführt, okay, es ist klar, sie müssen die Hausaufgabe machen, sonst kommen sie in Mathe nicht mehr hinterher. Und mittlerweile nach 2,5 Jahren Flipped Classroom ist es ein klarer Selbstläufer. Die Hausaufgabe wird hundertprozentig gemacht. In der Unterrichtsstunde gibt es dann zunächst eine Fragerunde. Das heißt, die Schüler können Fragen über das Thema oder über das Video stellen. Die haben sich bestenfalls Notizen neben ihren Hefteintrag gemacht. Quasi genauso, wie Sie das machen. Wir steigen am nächsten Donnerstag ja auch mit einer Fragerunde ein, wo dann quasi der Inhalt des Videos besprochen wird. Denn natürlich kann ich die Schüler nicht ganz allein nur mit dem Video allein stehen lassen. Anschließend frage ich ab. Das ist aber momentan ja noch etwas schwierig, rein rechtlich gesehen. Darf ich überhaupt abfragen, was quasi nur durch ein Video und durch Hausaufgabe erklärt worden ist? In meinen Augen ja, weil die Ergebnisse mir recht geben. Die Schüler sind deutlich besser in diesen Abfragen. Also sie können die Sachverhalte viel besser erklären, können mir auch Transferaufgaben viel leichter herstellen. Nur rein rechtlich gesehen darf ich keine Hausaufgabe abfragen. Nach dieser Abfrage kommen dann die Übungen. Ich habe das jetzt extra mal in einem rosafarbenen Kasten gemacht, weil das für mich das Zentrum vom Flipped Classroom ist. Für mich ist nicht das Video im Vordergrund, auch wenn das vielleicht die meiste Arbeit für den Lehrer ist, sondern es ist jetzt das, was jetzt kommt. 45 Minuten lang reines Arbeiten mit den Schülern. Ich habe hier mal ein paar Sachen aufgelistet, was man da machen kann. Man kann Lernen durch Lehren mit den Schülern machen. Das heißt, man bestimmt bestimmte Schüler, die sich einen Sachverhalt genauer anschauen, vielleicht schon als Hausaufgabe, vielleicht auch in den ersten 10 Minuten. Und diese Schüler erklären dann den anderen, wie sie etwas rechnen müssen, wie sie etwas arbeiten können. Betamax kann ich hier natürlich blendend mit einbinden. Das ist eine Lernplattform, wo ich feedbackgesteuert Mathematikaufgaben berechnen lassen kann, die ich vorher zur Verfügung gestellt habe. Peer-Tutoring kann ich jetzt endlich machen. Das ist ja etwas, was Hetty ganz, ganz groß in seiner Auflistung zur Verfügung gestellt hat. Peer-Tutoring funktioniert auch bei Flipped Classroom super. 45 Minuten lang können quasi die Guten der Klasse den Schwächeren in der Klasse auf die Sprünge helfen und sie unterstützen. Bei mir sind zum Beispiel die Besten der Klasse auch von den Übungen freigestellt. Wenn die merken nach 10 Minuten, okay, das Ganze kann ich, dann dürfen die auch die nächsten 35 Minuten rumlaufen und auf ihre eigenen Aufgaben verzichten und dafür den anderen Schülern helfen. Das ist einer der großen Vorteile. Stellen Sie sich vor, die Schüler, die nachmittags eine Hausaufgabe bewerkstelligen wollen und haken bereits nach ein paar Sekunden, die kommen nicht weiter und geben vielleicht auf oder schreiben bereits das Ganze bei WhatsApp ab. Jetzt haben die aber genügend Ansprechpartner, ihre kompletten
Nachbarn, also alle, alle, die um sie herum sitzen, die Peers, also diejenigen, die quasi direkt von mir beauftragt sind, herumzulaufen und zu helfen. Und wenn alle Stricke reißen, bin ja ich immer noch da. Ich habe 45 Minuten lang eigentlich kaum mehr was zu tun. Freies Arbeiten, das heißt, die Schüler können in ihrem eigenen Rhythmus arbeiten, können sich selber sagen, was sie tun wollen, können selber feststellen, welche Lücken sie noch haben und an manchen Aufgaben weiterfeilen. Auch das plane ich dann mit ein. Ich kann ständig Feedback geben. Ich bin 45 Minuten lang nur dazu da, in 1:1 Gesprächen face-to-face mit den Schülern in Kontakt zu treten. Das ist ja etwas ganz Wichtiges, das, was Hattie auch wieder ganz nach oben setzt. Nach 45 Minuten lang Flipped Classroom weiß ich endlich, was Feedback bedeutet und auch bei den Schülern anstellt. Man kommt in Gespräche mit Schülern, die man vorher nie hätte führen können, weil man einfach zu zentriert vorne mit der Klasse arbeiten muss. Gegebenenfalls kann ich aber auch noch Input aufgreifen. Also wenn ein Video einfach nicht alles erklärt hat, dann kann ich aber auch noch mal was an der Tafel rechnen, wenn ich merke, dass die Schüler etwas nicht verstanden haben. Die Schwierigkeit bei dem Ganzen liegt meiner Meinung nach nicht beim Video erstellen, sondern es liegt daran, 45 Minuten lang abwechslungsreich zu gestalten. Aber wenn man das hinbekommt, dann kann man da wirklich enorme Sprünge bei seinen Schülern verzeichnen. Wenn die mal lernen, selbstständig zu arbeiten, dann ist Flipped Classroom wirklich ein Selbstläufer. Ich möchte nicht verschweigen, dass das ein Riesenaufwand ist, dass man da viel für tun muss, damit man alle seine Videos online kriegt und beziehungsweise so zur Verfügung stellt, dass die Schüler das auch wirklich als Hausaufgabe sehen können. Aber es gibt ganz viele Nebeneffekte und positive Effekte rund um Flipped Classroom. Einerseits lernen Sie natürlich mit neuen Medien umzugehen. Andererseits lernen Sie wirklich soziales Arbeiten oder in den Sozialformen zu arbeiten. Gruppenarbeit, Partnerarbeit, alles kein Problem mehr, weil die Schüler wirklich gelernt haben, miteinander zu kommunizieren und miteinander sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ich als Lehrer habe den Riesenvorteil, dass die Noten einfach deutlich besser werden. Es ist zwar ein langer Weg, die werden nicht gleich sofort besser, aber jetzt nach 2,5 Jahren Flipped Classroom kann ich wirklich sagen, dass da enorme Fortschritte gemacht worden sind. Und das finde ich als Lehrer noch das Allerwichtigste, ich bin unglaublich zufrieden mit meinem Unterricht. So ein Gefühl, ich bin noch relativ jung, aber so ein Gefühl hatte ich noch nie bei Unterricht. Mich hat immer irgendwas genervt, aber das, was jetzt am Ende bei Flipped Classroom rauskommt, das macht mich echt zufrieden. Also das gefällt mir, was da jetzt am Schluss passiert. Und so kann ich auch entspannt durch den Tag gehen und werde nicht so gehetzt, weil ich ja quasi eine Demokratisierung des Klassenzimmers habe stattfinden lassen. Ich bin gar nicht mehr wichtig. Ich bin zwar noch dabei, den Schülern Feedback zu geben und sie zu unterstützen, aber ich bin im Klassenzimmer nicht mehr wichtig. Wir hatten ein berühmter Flipped Classroom-Lehrer aus Amerika, hat mal gesagt, give the classroom back to the pupils. Und das ist genau das, was eigentlich Flipped Classroom ausmacht, nämlich dass das Klassenzimmer an die Schüler zurückgegeben wird. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, probieren Sie einmal etwas aus, probieren Sie mal ein Screencast-Video aus, geben Sie mal ein Video als Hausaufgabe und schauen Sie, was dabei rauskommt. Bei manchen kann es sein, dass es nicht einmal geht, dass es nicht funktioniert, weil eben die Klasse gar nicht richtig passt. Aber probieren Sie es aus. Ich verspreche Ihnen, das Ergebnis werden Sie nicht bereuen. Das war's schon mit meinem Vortrag Einführung in Flipped Classroom. Ich hoffe, Sie haben bis zum Schluss das Video angeschaut. Normalerweise würden jetzt die Schüler ein Quiz bei Learning Apps bekommen und würden Fragen gestellt bekommen, ob sie eben das Ganze verstanden haben. Darauf möchte ich natürlich verzichten. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie dann am Donnerstag, wenn wir uns sehen in Ichenhausen, dass Sie dann mir ein paar Fragen stellen können von etwas, was ich schlecht erklärt habe, zu schnell erklärt habe oder wenn ich einfach Fachausdrücke verwendet habe, die so nicht ganz nachvollziehbar waren. Entschuldigen Sie die ganzen Versprecher, aber ich nehme meine Videos immer direkt und am Stück auf. Ich bin kein Deutschlehrer und kann das halt nicht besonders gut. Da bitte ich um Ihr Verständnis. Hier sehen Sie nochmal eine Übersicht zu Links rund um Flipped Classroom. Also jetzt hier zum Beispiel bei Mathematik werden Sie meine Videos auf dem YouTube-Kanal finden. Da müssten Sie jetzt einfach nur direkt draufklicken, dann würden Sie bereits zu dem YouTube-Kanal kommen. Meine Empfehlung, drücken Sie vorher dann auf Pause von dem Video, damit es stehen bleibt und dann auf den Link. Dann kommen Sie zu meinem YouTube-Kanal und können alle Videos anschauen, die ich jemals zu Flipped Classroom gemacht habe, also Mathe-Videos. Dann habe ich drunter meine Homepage, Flipped Mathe. Auch da habe ich nochmal zusammengefasst, was ich mir unter dem Konzept vorstelle. Und für alle anderen Lehrer, die keinen Mathematikunterricht haben oder machen, habe ich einfach mal eine kleine Auswahl an YouTube-Videos zur Verfügung gestellt. Die kommen aus den unterschiedlichen Bereichen, teils aus der Wirtschaft, teils aber auch von echten Lehrern. Ich kann nicht ganz einsehen, ob man das tatsächlich für den Realschulunterricht verwenden kann, weil mir die Lehrpläne da jetzt nicht ganz präsent sind. Aber vielleicht klicken Sie sich da einfach mal rein.
man kann ja auch einfach nur Videos verwenden. Man muss ja gar keine Videos selber machen, sondern kann den Schülern ja auch bereits vorhandene Videos zur Verfügung stellen. Wenn sie bei YouTube irgendein Thema zu ihrem Unterricht eingeben, werden sie überrascht sein, was sie da bereits an überragendem Material finden zu jedem Thema. Wie gesagt, eine kleine Auswahl hier. Ich empfehle jetzt, dass Sie auf Pause drücken und dann einfach auf einen Link klicken, um weitere Videos zu entdecken. Und dann freue ich mich, Sie am Donnerstag dann auch persönlich kennenzulernen und vielleicht persönlich mit Ihnen in Austausch zu kommen und Ihnen dann vielleicht auch zu zeigen, wie einfach es ist, so ein Erklärvideo zu erstellen und dann vielleicht den einen oder anderen sogar zu überzeugen, so etwas mal im Unterricht auszuprobieren. Bis dahin, alles Gute und bis Donnerstag. Tschüss!